Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Doppelt Hate Besser. Diesmal mit einer Spezialfolge. Eine Folge, die so voller Liebe ist, dass wir schier zu platzen drohen. Mit wir meine ich, die Stoßkugel. Und wer ist am anderen Ende? Hi, ich hab Angst. Was geht's denn überhaupt? Das haben wir noch gar nicht verraten. Wir lesen heute eine Fanfiction vor. Wir haben uns einfach eine rausgesucht. Keiner von uns kennt die Geschichte wirklich. Ich habe nur mal kurz geguckt, wie lang sie ist. Und so ein paar Schlagwörter wie Sex sollten drin stehen. Der Titel ist schon vielversprechend. Diese Geschichte, wie der Klängern schon angemerkt hat, trägt den schmucken Namen Der Wunderdildo. Ja, da geht's bestimmt um nette Sachen. Ja, es ist eine sogenannte Kleider-Fanfiction, denn Kleider ist unser Shipping-Name, wurde mir gesagt. Also Klänger und so, Kleider. Ach so, ich dachte, Kleider. So angezogene Leute. Nee, das, Haha, Lust auch, Mann, ich will nicht. Klänger, du reißt dich jetzt zusammen, am Anfang tut's immer weh. Und dann, ne? Richtig rein. So, okay. Damit zierlich. Zärtlich. Zier dich jetzt nicht, du Fotze. So, okay. Mann! Man muss jetzt dazu sagen, Klängern sieht nach eigenen Aussagen, ich sehe ihn ja gerade nicht, etwas fertig aus. Ich bestimmt auch, ich habe nicht überhaupt nicht geschlafen, die letzten 3 Tage, circa 9 Stunden gesamt. Das ist Not und Elend hier. Richtig, und genau das ist die richtige Stimmung für sowas. Wenn es ja. euch gefällt und Klängern am Ende noch da bei der Sache ist, dann schickt uns gerne unter unseren E-Mails, die findet ihr ja in der Kanalinfo, gerne unter dem Betreff Fanfiction Kleider weitere Fanfictions über uns. Zum Beispiel die Sache mit Klängern und mir auf Saint-Tropez, als wir beim Badenixen-Wettbewerb mitgemacht haben. Davon weiß ich ja gar nichts. Ich auch nicht, aber das wird eine Geschichte. Ich baue auf euch. Okay, fangen wir einfach an. Ja, ich versuche mich in meine Traumwelt zu flüchten. Okay, also halt dich fest an mir, lieber Demon. Also, los geht's. Normalerweise ist der Sex bei uns beiden immer so nach dem Motto: eine, aussehen und fertig. Ich meine, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich den Timon einfach bloß berühren muss, damit er vor Erregung die Sterneln vor die Augen tanzen sieht. Aber sein begonnener Monolog wurde abrupt von schallendem Gelächter unterbrochen und besagter Timon, der oberkörperfrei die Decke bis zum Hals hochgezogen neben ihm lag, übersteuerte deutlich das Mikro, was sie neben der Kamera angebracht hatten. Warum bin ich nackt? Ich weiß es nicht, es ist eine Fanfiction. Warum nehmen wir das auf? Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber... Sei froh, dass noch nicht mehr ist, du bist nur nackt. Ja. Bereits seit einer halben Stunde versuchten sie immer wieder ein und dieselbe Szene für ihre Parodie einer schlechten Sexwerbung zu spielen. Schau, jetzt hast du es. Und jedes Mal... Ach! Andauernd machen wir das. Ja, natürlich. Und jedes Mal scheiterten sie entweder an Versprechern oder unvorhergesehenen Lachanfällen. Ey, du hast gerade meinen pädagogisch wertvollen Beitrag zum Video unterbrochen, beschwerte Flo sich und schüttelte seinen Kopf, während er einen Blick auf seinen Kollegen warf. Schon wieder erwischte er sich bei dem Gedanken, was wäre, wenn er diesen einfach die Decke wegziehen würde. Obwohl er sich die ganze Zeit einredete, dass der 21-Jährige neben ihm alles andere als attraktiv war, hatte er, als dieser sich für das Video seine Shirts entledigt hatte, innerlich zugeben müssen, dass er halbnackt einfach zum Anbeißen aus. Oh nein! Jetzt kommt, glaube ich, ich, ne? Ja. Oh, ich will nicht. Du machst das jetzt mit Liebe, das sage ich dir. Sonst nie wieder doppelt Hate-Bass. Oh, sofort. Tut mir ja leid, aber ich mag es nun mal nicht, wenn du Lügen erzählst. Es weiß doch jeder unserer Zuschauer, dass ich derjenige bin, der beim Rummachen die Oberhand hat. Stichelte Klängern und atmete tief ein und aus, versuchte seinen Lachanfall zu stoppen. Beim Erarbeiten des Videokonzeptes war es die ganze Zeit zu Streitigkeiten darüber gekommen, wer von ihnen top und wer bottom war, bis sie sich schlussendlich dazu entschieden hatten, dass Flo aufgrund seiner eher trainierten Körper stand. Ey, was soll das denn heißen? Ich bin regelmäßig zum Training gegangen. Als ich 5 war. So. Und zwar 3 Wochen Probetraining. Der wahrscheinlich eher die Initiative ergreifen würde. Natürlich wehrte der Größere sich immer noch gegen die Tatsache, aber keiner von beiden wollte das Skript noch einmal neu schreiben. Es war schon mehr als genial, so wie es jetzt war. Ritte das ruhig weiter ein, Spurzel, sagte der dunkelhaarige bayerische Dreckstepp zu seinem Kollegen und strich ihm kurz bemitleidend mit dem Finger über die Wange. Der Jüngere gab einen gespielt verächtlichen Laut von sich.
Ich wollte das auch so einwenden, Entschuldigung. Und verzog übertrieben gequält das Gesicht. Ach, da, ja. Lass uns lieber weitermachen, bevor du auf die Idee kommst, mich noch weiter zu befummeln. Mann! Schlug der braunhaarige Brillenträger vor und richtete die Decke noch einmal, damit sie einen weiteren Versuch für die Aufnahme starten konnten. Der kleine Räusper. Warum bist du denn der kleinere? Der kleinere räusperte sich und rutschte dann ein bisschen auf der Matratze umher, fühlte sich auf einmal sichtlich unwohl bei dem Gedanken, ebenfalls oberkörperfrei neben dem halbnackten Timon in einem Bett zu liegen. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass ich den Timon einfach nur berühren muss, damit er vor Erregung die Sterneln vor die Augen tanzen sieht. Aber mit diesem Wunder-Dildo, den wir zum Testen bekommen haben, musste ich diesen Treffsteppen noch nicht einmal anfassen und schon waren wir beide von einer auf die nächste Sekunde befriedigt. Ich hab's ein bisschen jetzt durcheinander gebracht, aber es ist völlig wurscht. Versuchte Flo sich erneut am Text und betete in Gedanken, dass der Jüngere sich zusammenriss. Das tat dieser auch. Er holte noch dazu den mit Knete umwickelten Stift, der den sogenannten Wunderdildo darstellen sollte, aus seiner Hosentasche. Oh, so, komm ich jetzt wieder. Winter, ja. Wenn man sich den. Wenn man sich. Was? Ich will nicht! Wenn man sich den mal so anschaut, dann sieht er ja eigentlich erstmal gar nicht so aus wie die Keule vom Flo hier. Nein, okay, Spaß. Stopp. Ich habe den Text vergessen. Zerstörte der 21-jährige Flo's Traum von einem fehlerfreien Aufnahmeversuch. Wie, meine Keule? Bitte was? Rustet der Alter ungläubig los und zieht sich verlangend im Bauch. Sorry, ich hab nicht dran gedacht, dass du ja keine Keule, sondern einen kleinen, dünnen Grashalm da unten meinte Klängern und streckte ihm kurz die Zunge raus. Ja, reiß dir mal zusammen, junger Mode, zeig dir gleich mal diesen Grashalm, entgegnete der Ältere empört und verschränkte die Arme vor der Brust, wobei die Decke verrutschte, sodass sein Kollege Freisicht auf seinen trainierten Oberkörper hatte. Gott bewahre, stieß Timon aus und wich schlagartig ein Stück zurück. Ich habe echt keine Bedürfnisse nach deinem Grashalm und deinen Oberkörper will ich auch nicht unbedingt sehen. Echt nicht. Gib's doch zu. Ich sehe doch, wie du für mich schon zum Stabern anfängst. Da im Mundwinkel, der kleine Speichelfaden. Sag, ist lustig, ich bewege meinen Unterkörper, wenn ich so eklige. Scheiße! Sagte der Heider lachend, aufgrund der seltsamen Situation, und streckte seine Hand nach dem Gesicht des Jüngeren aus, legte sich an dessen Wange und ließ den Daumen über den Mundwinkel streifen. Sein Herz pochte schneller und er wagte kaum zu atmen. Was war denn auf einmal los? Nur weil er den 21-Jährigen berührte, musste er doch nicht gleich so hyperventilieren. Ja, ist echt so, ne? Also, als müsste ich bei deinem Anblick sabbern, entgegnete Timon, schnaubte und zog eine Augenbraue hoch, machte jedoch keine Anstalten, Flo's Hand wegzuschlagen. Achso, das bin ich. Ja, Da würde ich mich lieber zu einem Video von Apo, das heißt Red, selbst befriedigen. Sofort nahm der Ältere die Hand von seiner Wange. Oh Gott. Das bin ich jetzt, oder? Ja. Yeah. Soll ich schnell meinen Laptop holen? Dann kannst du mir das gleich einmal beweisen, bot der dunkelhaarige bayerische Dreckstep an und grinste. Ah, nein, bitte schone mich. Ich spreche den Text jetzt auch, wie er sein soll, okay? Bat Klängern inständig und legte die Hände aneinander, als wolle er beten. Ja, aber auch nur dann, sagte der Ältere und hob drohend den Zeigefinger. So reden wir auch immer, ja. Auftoppelt, wenn wir aufnehmen. Ja, 5 Minuten bevor wir aufgenommen und die ganze Zeit nur so. Ja. Und hob drohend den Zeigefinger, bevor er sich die Decke wieder bis unter das Kinn zog und sich dann an einem Kissen hinter sich anlehnte. Wie gnädig, murmelte der Jüngere, setzte sich aber auch wie zuvor hin und begann dann, während er den Stift erneut vorzog, wenn man sich den mal so anschaut, dann sieht der ja eigentlich erstmal gar nicht so aus wie ein Wunder. Aber nachdem man ihn benutzt hat, denkt man noch viel schlechter von ihm. Schnell, möchtest du noch weiterlesen? Um Selbstbeherrschung ringend, biss Flo sich auf die Unterlippe und hoffte, dass er nicht selbst anfangen musste zu lachen.
Ach, das bin ich wieder. Oh Mann, das muss eigentlich da vorher stehen, damit wir das wissen. Oh Mann, wenn du da so sitzt, kann ich nicht anders als zu lachen. Stieß der Jüngere grinsend aus und legte den Stift achtlos auf die Bettdecke, während er den Älteren aus den Augenwinkeln musterte. Sorry, aber es ist einfach so dumm, entgegnete der dunkelhaarige bayerische Drecksdepp feixend und kratzte sich belustigt am Kinn. Das weiß ich doch selbst, aber ich versuche trotzdem, mich beim Sprechen zusammenzureißen, sagte Klängern und stieß sich die Hand vor den Mund, um sein Lachen... Ach, hier. Das Wort stieß oder stoßen zu benutzen. Ja, die Hand vor dem Mund, um sein Lachen zu ersticken, während sein Kopf an Flo's Schulter hinabsink. Sank! Gott. Möchtest sofort du? Überzog eine Gänsenhaut... Gänsenhaut. Ich bin wuschig dadurch. Nicht nur im Kopf. Sofort überzog eine Gänsehaut den Körper des Kleineren, der auf einmal wie paralysiert vor den Berührungen schien. Er konnte sein Herz quasi bis an seinen Hals schlagen spüren und begann seltsamerweise bekam seltsamerweise Kopfkino davon, was er jetzt eigentlich hier im Bett alles mit dem Jüngeren anstellen würde. War ich das nicht, der Jüngere? Egal, weiter anstellen könnte. Timon. Entschuldigung, das jetzt gerade. Ach, du bist der Kleinere, jetzt verstehe ich das. Ich bin der Jüngere, du bist der Jüngere. Kleinere. Stimmt, jetzt, ja. Timon, das wird gerade dezent schwul, meinte er mit leicht zitternder Stimme, wollte das zugleich angenehme, aber ungewohnte Schamgefühl loswerden, welches Besitz von ihm ergriffen hatte. Mach jetzt hier nicht einen auf Mert. War authentisch, ne? Erwiderte der Angesprochene mit Lachtränen im Auge, nahm jedoch seinen Kopf wieder von den Schultern des Älteren. Dieser spürte im nächsten Moment seinen warmen Atem an seinem Hals und zog scharf Luft ein, was von dem Jüngeren nicht unbemerkt blieb. Sag mal, macht dich das nervös? Mach ich dich nervös? Ich kann überhaupt nicht lesen! Fragte Klängern irritiert, versuchte kläglich seine Stimme in irgendeiner Weise erotisch klingen zu lassen. Wieso solltest du? Erwiderte Flo, seine Kehle schien wie zugeschnürt und er suchte nach einem Ausweg aus dieser schrägen Situation, in die sie sich unweigerlich hineinkatapultiert hatten. Die Gänsehaut, die kommt bloß von der Kälte und... Weiter kam er nicht mit dem Sprechen, denn auf einmal spürte er ein feuchtes Paar Lippen auf seinem Mund. Seine Gedanken schrien ihn immer wieder an mit den Worten: Es ist falsch, Flo! Es ist falsch! Seine Reflexe ließen abrupt seine Hände hochschnellen, bis sie schließlich locker auf Timons nackter Brust lagen, bereit, ihn wegzudrücken. Doch taten sie es nicht. Sein Magen wurde gefüllt von unbekannten Glücksgefühlen, wie er sie noch nie zuvor gespürt hatte. Ohne weiter zu zögern, erwiderte er den sanften Kuss, strich mit seinen Fingern über die Seiten des Jüngeren und erhielt ihn letztlich behutsam an der Hüfte fest, als würde er zerbrechen, sobald sich sein Griff verstärkte. Die Gänsehaut auf seinem Körper richtete sich sofort wieder auf, als er Timons Hände in seinem Nacken spürte und als beide die Köpfe etwas schief legten, um sich besser küssen zu können, strich die Brille des Braunhaarigen leicht die Stirn des bayerischen Drecksdeppen. Eine Weile lang warten die beiden so, ohne etwas zu hinterfragen. Ich hab grad Kopfkino. Ja. Auf eine sehr verquerte Weise, um sich gegen diese skurrile Situation zu wehren. Einfach nur den Moment auskostend. Beinahe schon sehnsüchtig lehnte Flo sich dem Jüngeren entgegen, als dieser doch nach einiger Zeit beschloss, ihre Lippen voneinander zu trennen. Also, mach ich dich doch nervös? Fragte Klängern schmunzelnd und fuhr mit seinen Fingernägeln liebevoll über den Haaransatz des Älteren. Was war das, Timon? Er stellte diese eine Gegenfrage. Seine Hände zitterten und er fühlte sich glücklich und beschämt zugleich. Der Größere biss sich auf die Unterlippe, schien zu überlegen, was und wie er am besten auf diese Frage antworten sollte, ohne wie ein völliger Idiot dazustehen. Bin ich das? Ja, bist du. Um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht. Ich hatte einfach den Drang dazu, das zu tun und es war schön. Es ist okay, wenn du mich jetzt aus dem Haus wirfst, weil ich dir zu nahe gekommen bin, aber... Ja, halt doch deine dumme Fotzen, du Drecksdepp! Erwiderte der Ältere Kopfschüttler, presste seine Lippen wieder fordernd auf die des Jüngeren.
Die Zeit um sie herum schien wie stehen geblieben. Alles wirkte so irrelevant, ihre Umgebung. Einige Geräusche, die von der Straße aus durch das Fenster hinandrangen. Selbst die Kamera, die immer noch filmend auf sie gerichtet war. Es gab nur noch sie. Es gab nur noch sie. Zwei sarkastische YouTuber, die wie in einem schlechten Kitschfilm aneinander hingen. Wieder war es Klängern natürlich, der ihre Lippen voneinander trennte. Du weißt schon, dass unser erster Kuss jetzt auf Kamera ist, fragte er und ließ seine Finger über Flo's Hals wandern, legte behutsam seine Hände an dessen gerötete Wangen. Ja, aber erstens können wir ihn ja aus dem Video ausschneiden und zweitens ist doch jetzt nicht unbedingt eine schlechte Erinnerung. Meinst du nicht, ah? Entgegnete der Heider ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Oh Mann, Flo, du hast keine Ahnung, wie ich mich eben fühle. Du auch nicht. Meine Gefühle für dich sind gerade so beängstigend stark, dass ich sie schon gar nicht mehr in Worte fassen kann, murmelte Klängern. Ach nee, das bin Timon, ich bin vor sich selbst genervt, da er eigentlich nie solche klischeehaften Worte aussprechen wollte. Der Ältere lachte kurz auf und lehnte seine Stirn gegen die des Jüngeren. Ich liebe dich, du Dreckstepp. Es schweißt zusammen, glaube ich. Wie Blutsbrüderschaft. Ja, das ist. Wer einmal etwas so sexuell Ansprechendes vorgelesen hat, der wird seinen Doppel-Tate-Besser-Partner immer mit anderen Augen sehen, fürchte ich. Wie war es für dich? Möchtest du eine Spezialfolge darüber drehen mal? Das kann ich doch nur meinem Psychiater erklären irgendwie. Aber weißt du was? Also es ist ja so, ich bin ja heterosexuell, ich bin auch nicht homophob. Was? Falsches Format. Du adieu. Aber wir sind ja nicht homophob in keinster Weise, aber trotzdem ist es echt seltsam, sowas zu lesen. Ich habe es ja schon mal in einem Livestream gemacht, aber so mit Klänger zusammen ist es schon hart. Aber es hat auch viel Gutes. Denke auch, ich weiß jetzt mehr über dich und deine Gefühle Bescheid. Ja, stimmt. Ja. Ich weiß jetzt, dass du immer den ersten Schritt machen würdest, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Aber vielen Dank an die gute Lelodie übrigens. Lelodie, sie hat mir einen Namen gesagt, wie ich ihn aussprechen kann, aber ich sage jetzt einfach Lelodie wie Melodie. Lelodie. Ja, vielen Dank an die werte Dame. Ich weiß halt nur, dass ich jetzt mir auf jeden Fall wieder Haare auf der Brust wachsen lasse und auch harter Raucher werde und wieder ein paar heute Nacht noch Bäume fällen werde. Jawohl. In der nächsten Folge wird Arm gedrückt. Es gibt immer so eine Folge, in der wir ganz männliche Dinge tun und dann lesen wir immer Fälle. Um das wieder auszugleichen. Schaltet nächstes Mal ein, wenn wir Panzer fahren, Bier trinken und Arm drücken machen. Und das wird das nächste Mal sind wir zusammen in der Badewanne. Und dann geht's in den Stripclub. Für Männer. Sind wir nur zu zweit in der Badewanne und dann beim nächsten Mal mit Nutten. Weil das machen Männer. Ja, das ist halt so. Sonst ist man kein Mann. Alter, ich glaube, wir hören jetzt auch auf, weil ich gar nicht viel sagen kann dazu. Jedenfalls vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Wir können ja sowas, wir müssen ja sowas nicht immer machen, aber wenn ihr Bock habt, können wir sowas gerne mal wieder tun. Oder im Stream oder irgendwie so. Genau, das haben wir nämlich auch gedacht, weil wir haben ja neulich auch mal zusammen gestreamt, Ghost Recon, er und ich gleichzeitig. Können wir dann bitte einstellen, dass jedes Mal, wenn eine Donation kommt, dieses Je t'aime. Aber die ganze Version der kompletten. Ja, die 3-Minuten-Version. Je t'aime. Dann würde ich sagen, macht es gut, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne alles da, was ihr habt. Und ja, vergesst nie an Klängern, um mich zu denken, so wie ich es auch tue, wenn ich nachts. So, auf jeden Fall würde ich sagen, Klängern, vielen Dank, glaube ich. Und wir hören uns bald wieder. Macht es gut, bis bald. Klängern out, Heide out. Tschüss.